Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Und zwar werden wir uns heute mal eine Überwachungskamera anschauen. Und zwar die ist von der Firma Foscam und hat die Bezeichnung FI9828P. Ja, diese Kamera ist eigentlich für den Außenbereich konzipiert worden und es ist eine HD-Kamera. Und zwar, wir schauen uns jetzt vorne auf der Verpackung einmal nochmal an, die Highlights. Da wäre es für euch jetzt einmal herzoomen. So, noch ein bisschen näher. So. Und zwar das Männchen, was man da sieht laufen. Das heißt, man wird per E-Mail benachrichtigt, wenn irgendwas wäre. Dann haben wir da noch Tag und Nacht, das heißt, diese Kamera kann auch in der Nacht filmen oder Fotos aufnehmen. Dann haben wir einen dreifach optischen Zoom, eine Wi-Fi-Funktion, dass man praktisch keine Kabel zum Router braucht. Und zu allerletzt ist das eine Kamera mit einer HD-Auflösung von 1280 x 960 Pixel. Jetzt schauen wir uns einmal die Schachtel noch mehr außen herum an. Und zwar nehmen wir da mal nochmal die Seite. Die sieht dann so aus. Und dann machen wir mal die Rückseite. Da wird es wieder etwas interessanter. Da sind noch ein paar Bildchen da. Ich werde die euch auch nochmal heranzoomen. Hier, dann haben wir hier noch ein paar Bildchen drauf. Und zwar am ersten Bild sieht man halt, wie die Kamera das von draußen filmt. Dann haben wir es einmal innen drin in so einer Lagerhalle, einmal in einem Weg und da hinten dann in einem Lebensmittelmarkt. So, dann hätten wir die Rückseite auch gesehen. Dann werde ich so die Schachtel mal nochmal umdrehen. So, und zwar steht da was drauf in verschiedenen Sprachen. Jetzt schaue ich auch mal für euch, ob wir das noch ein bisschen schärfer kriegen. Ja, dann schauen wir mal, was da drauf steht. Auf Deutsch: schnelle und einfache Einrichtung, Tag- und Nachtüberwachung, Bewegungserkennung mit automatischem Bildversand per E-Mail, HD-Qualität 1,3 Megapixel. Dann die Auflösung hat 1280 mal 960 Pixel. Externes Ansehen und Aufnehmen. Verschiedene Aufnahmemöglichkeiten: E-Mail, FTP und Foscam, ja, Cloud-Dienst. Da kann man dann bei denen ja was hochladen. Jetzt schauen wir uns auf der Rückseite einmal nochmal die Kamera an. Ich glaube, das sieht man ganz gut so. Und zwar, die ist auch schwenkbar, und zwar von links nach rechts und oben nach unten. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt, Leute, kommen wir zum Auspacken. Das drehst du erst einmal wieder um. So, dann müssen wir da die Lasche rausmachen. So. Ja, das ist eine Kurzanleitung. Weitere Kameras, was von Foscam gibt. Dann ist dann nochmal eine Schnellanleitung. Da wird wahrscheinlich das eine Deutsch und das andere Englisch sein. Da muss man nochmal genau schauen. Ja, und da ist noch was drin. Und zwar, genau, haben Sie da noch eine CD drin. Ja, dann schauen wir mal, was unter dem Schaumstoff alles steckt. Wir werden dann mal rausnehmen. So,
So sieht es aus, liebe Leute. Ja. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir das Ganze mal von der Verpackung raus mit dem gesamten Schaumstoff. Das ist dann ein bisschen handlicher wie die große Verpackung. Hier. So, weg. Jawohl. So, und hier sieht man es nochmal. Machen wir mal nochmal ein bisschen näher. So sieht das dann aus. Dann werde ich sagen, dann packen wir mal aus, schauen wir mal, was alles mit dabei ist. Ja. Gut, da haben wir jetzt ein Netzgerät. Dann schauen wir weiter, was wir noch drin haben. Und zwar, da haben wir ein Kabel. Und zwar ist das ein, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Ethernet-Kabel. Das lasse ich jetzt einmal drin, weil da habe ich genug momentan noch auf Lager, sage ich einmal. Also, wie man sieht, das ist alles sehr kurz. Auch von dem, ja, von dem Ladegerät, die Kabel ist auch nicht extrem lang für das, dass man das dann draußen hin macht und da vielleicht das Loch nicht da bohren kann, wo genau die Kamera ist. Da sind natürlich kurze Kabel schlecht, da muss man dann wieder alles Verlängerungen kaufen und so. Ja, dann haben sie noch Dübelmaterial mit dabei. So. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Jetzt kommt das letzte noch. Und zwar das Wichtigste. Und zwar ist das die Kamera. Aha, ich hätte das nicht geglaubt, liebe Leute, aber diese Kamera, es ist, ich drehe es einmal so um, dass ihr das schön sehen könnt. Und zwar, das Gehäuse, das ist Metall, das ist kein Plastik. Genauso dieser Bogen, das ist auch Metall. Und da, wo man es hinschraubt, das ist auch Metall. Also, die ist komplett aus Metall, natürlich da. So, da oben natürlich nicht, das ist natürlich Plastik, ist ja logisch, die Abdeckung. Aber es macht also auf den ersten Blick oder Eindruck sehr stabil, schaut das Ganze aus, muss ich sagen. Schauen wir uns mal da unten mal nochmal die Kabelführung an. Ich werde das für euch einmal nochmal herzoomen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Da wird da vorne dann noch die Antenne drauf kommen. Da muss ich mal schauen, wo die ist. Jetzt habe ich die Verpackung schon weggetan. Da muss ich mal schauen, einen kleinen Moment. Ja, jetzt habe ich die Antenne gefunden. Hier ist sie. Die war ganz alleine in der Verpackung gelegen. Das ist praktisch die, ja, Antenne für WLAN dann, wenn man das möchte. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal nochmal die Kabel an. Da muss ich jetzt selber erst einmal schauen, was das alles ist. Ja, also auf jeden Fall das hier, das müsste der Stromanschluss sein, wenn mich nicht alles täuscht. Da haben wir doch mal nochmal das Ladegerät auf dem Stecker. Ja, seht ihr, das ist das Kabel für die Stromversorgung.
So, jetzt haben wir da ein Kabel. Da weiß ich jetzt auch momentan nichts zu anfangen damit. Vielleicht ist das für Alarmanlagen zum Auslösen. Dann hier ist der Ethernet oder Ethernet-Anschluss. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, liebe Leute. Ja, und das schaut so aus wie Cinch-Kabel. Aber da kann ich jetzt momentan nicht sagen, für was die gut sind. Ja, nochmal zurück. Jetzt habe ich mal die Lampe so ein bisschen aufgestellt. Drehen wir sie mal nochmal rundherum, dass ihr das alles sehen könnt. Also das, was mir echt gefällt, ist, dass es Metall ist. Ich habe gedacht, das ist bestimmt so ein billiges Plastik. Weit gefehlt, liebe Leute. Das ist wirklich sehr massiv. Sie ist auch sehr, sehr schwer. Dann lege ich mal die Sachen, was da mit dabei waren, mal nochmal mit hin. Könnt ihr das vielleicht mal nochmal sehen. So. So, da haben wir jetzt dann hier nochmal die Antenne, das Ethernet-Kabel, dann die Dübel, das Netzteil. Und wie gesagt, es ist noch eine Kurzanleitung mit dabei und auch eine CD-ROM. Ja, und nochmal auf das Fazit zurückzukommen. Also wie gesagt, die Kamera selber schaut sehr, sehr stabil aus. Es ist alles Metall. Sie wiegt auch sehr, sehr viel, weil es alles wirklich Metall ist. Und naja, dann werden wir mal testen, wie sich die Kamera im Betrieb macht. Und vielleicht mache ich dann nochmal ein Video, ein Fazit, wie das Ganze funktioniert, vielleicht was man für Bilder hat, ob die Bilder scharf sind, ob man in der Nacht genug sieht, ob der Bewegungsmelder da funktioniert per E-Mail und, und. Also liebe Leute, ich hoffe, ich habe euch diese Kamera ein bisschen näher gebracht. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.